Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Trippe, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Staatsminister Lindner, sehr geehrte Repräsentantinnen des Vereinigten Übergangskabinetts, Abgeordnete des Deutschen Bundestages, die uns wahrscheinlich aufgrund der Sitzung etwas später beehren, und liebe Vertreterinnen und Vertreter der Partnerorganisationen und Belarus-Interessierte. Ich freue mich sehr, Sie im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung heute hier in unserem Haus, in dem Internationalen Haus, begrüßen zu dürfen zu dem 20. Minsk-Forum, das eine wichtige Plattform ist für die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Belarus. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist seit vielen Jahren Partner in diesem deutsch-belarussischen Forum bzw. Partner der deutsch-belarussischen Gesellschaft und in die Organisation des Minsk-Forums eingebunden. Und es ist uns eine große Ehre, in diesem Jahr das Hauptforum hier in Berlin ausrichten zu können. Wir hoffen natürlich, dass die Veranstaltung bald wieder auch in Minsk stattfinden kann, und zwar möglichst inklusiv mit Zivilgesellschaft, Regierung, demokratisch legitimierter Regierung natürlich. Allen anderen Partnerorganisationen wünschen wir auch nochmal herzlich willkommen und sprechen unseren Dank aus. Das ist wirklich eine Zeit, in der wir auch Teamwork benötigen und uns für dieses gute Teamwork auch bedanken wollen. Die aktuelle Lage in Belarus steht natürlich im Schatten des Krieges. Ich glaube, das ist, wissen wir alle. Und zwei Daten haben das deutsch-belarussische Verhältnis in den letzten Jahren besonders geprägt. Das ist zum einen der 9. August 2020 und es ist der 24. Februar 2022. Alexander Lukaschenko wird seit den gefälschten Präsidentschaftswahlen im Jahre 2020 von Deutschland nicht mehr als belarussischer Präsident anerkannt, aber er regiert dort weiter de facto und die politischen Repressionen setzen sich fort. In Belarus gibt es mittlerweile ca. 1.500 politische Gefangene und die kritische Zivilgesellschaft kann im Land kaum noch arbeiten, wie Sie wissen. Anders als hier in diesem Forum. Zum Glück haben wir dieses Forum. Als ein Beispiel unter vielen für die kritische Zivilgesellschaft, mit der wir auch zusammenarbeiten, nenne ich die freien belarussischen Gewerkschaften, deren Tätigkeit in Belarus nahezu vollumfänglich unterbunden worden ist. Und wichtige Teile der Gewerkschaftsbewegung sitzen auch im Gefängnis, wie Alexander Jaraschuk, der Vorsitzende der freien Gewerkschaftsbewegung, und sein Stellvertreter. Das ist nur ein Beispiel. Immerhin, die ILO hat vor einigen Wochen ein Verfahren nach Artikel 33 eingeleitet, ein wichtiger Schritt, wie ich finde, um Druck zu machen hinsichtlich der Freilassung der inhaftierten Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaftsbewegung. Und das zweite Datum, wir können leider nicht über Belarus sprechen, ohne auch über den Krieg gegen die Ukraine zu sprechen, der am 24. Februar diesen Jahres begonnen hat. Vom belarussischen Territorium aus fliegen Raketen, Drohnen Richtung Ukraine. Von Belarus aus wurde versucht, die Ukraine im Marsch auf Kiew in die Knie zu zwingen. Dort sind auch weiter russische Soldaten stationiert und werden dort auch ausgebildet. Und uns allen ist klar, dass der Krieg gegen die Ukraine und die Krise, die innenpolitische Krise in Belarus auch miteinander verwoben sind und zusammenhängen und dass ein dauerhafter Frieden in Europa nur mit verlässlichen Partnern möglich ist, die sich auch an demokratische Spielregeln halten. Als zivilgesellschaftliche Organisation ist uns aber auch klar, dass das Regime auf der einen Seite natürlich nicht gleichzusetzen ist mit der Gesellschaft, mit der belarussischen Bevölkerung, die ja zu großen Teilen
für demokratische und andere Kandidatinnen und Kandidaten gestimmt hat im Jahr 2020 und unter großem persönlichen Risiko auch auf die Straße gegangen ist und für die Demokratie eingetreten ist. Diese klare Position hat auch die deutsche Regierung mehrfach und immer wieder betont. Deutschland und auch der deutsche Bundeskanzler haben sich klar positioniert, haben das Regime wiederholt aufgefordert, politische Gefangene freizulassen, die Tür zu öffnen für einen inklusiven Transitionsprozess. Und leider muss man sagen, ist das im Moment aufgrund und vor dem Bild des russischen Angriffskrieges in der Ukraine unwahrscheinlich, dass es hierzu kommt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir an verschiedenen Stellen klar machen, dass wir Belarus nicht vergessen und dass wir mit unseren zivilgesellschaftlichen Partnern weiter zusammenarbeiten, dass wir uns weiter für die Demokratie und die Freiheit in Belarus einsetzen, sei es durch staatlichen Einsatz in internationalen Organisationen, sei es durch die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiativen oder auch Exilmedien, sei es durch Stipendien und humanitäre Visa oder auch Foren wie das heutige. Wir bauen jedenfalls auf eine gemeinsame Zukunft in Europa und ich glaube, das letzte Panel ist genau so auch überschrieben. Eine gemeinsame Zukunft in Europa, das ist ein wichtiges Signal, gerade jetzt, wo wir uns beim 20. Minsk-Forum in einer womöglich der schwierigsten Lage unserer jüngeren Geschichte als unabhängige Staaten Deutschland und Belarus befinden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, für die gute Kooperation. Ich wünsche dem 20. Minsk-Forum einen guten Verlauf. Herzlichen Dank. Jetzt darf ich meine Kollegin Hanna Stähle auf die Bühne bitten, Vorsitzende der Deutsch-Belarussischen Gesellschaft. Hanna. Schönen guten Morgen, sehr geehrte Frau Dr. Fandrich, Staatsminister Lindner, Herr Kowalewski, Botschafter Schübel, Professor Lindner, sehr geehrte Damen und Herren. Im Namen der Deutsch-Belarussischen Gesellschaft heiße ich Sie herzlich willkommen beim diesjährigen Minsk-Forum. Erlauben Sie mir bitte auch eine kurze Begrüßung auf Belarussisch, meiner Muttersprache. Шановне господарство. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, im Namen der belarussischen Zivilgesellschaft begrüße ich Sie auf dem 20. Minsk-Forum. Ich hoffe, dass das Forum eine gute Möglichkeit für Sie bietet, sich besser kennenzulernen, wichtige Impulse zu bekommen und Informationen und Ideen auszutauschen. Zum 20. Mai statt. Ein wichtiges Jubiläum. Und dennoch kein Anlass zum Feiern. Die deutsch-belarussischen Beziehungen sind auf einem Tiefpunkt heute. Die Zivilgesellschaft in Belarus ist zerschlagen. Unabhängige Medien sind weitgehend verschwunden oder ins Ausland vertrieben. Der Zugang zu freien Informationen in Belarus wird immer schwieriger. Aktivisten und Engagierte sind im Gefängnis oder im Exil. Seit wenigen Tagen ist Maria Kolesnikova eine der Mitstreiterinnen des weiblichen Trios bei dem Präsidentschaftswahlkampf 2020 auf Intensivstation in Gomel in Belarus. Die Gründe für den verschlechterten Gesundheitszustand wissen wir leider nicht. Kolesnikova ist Deutschland sehr verbunden. Sie hat lange Zeit in Stuttgart studiert und gearbeitet. Sie hat ihre erfolgreiche Künstlerkarriere und leben in Freiheit gegen Unfreiheit und gegen Hoffnung auf ein demokratisches Belarus eingetauscht. Mehr als 40.000 Menschen sind in Belarus seit den Präsidentschaftswahlen festgenommen worden. Darunter Ales Bilatskie, der seit 30 Jahren sich für Demokratie und Menschenrechte in Belarus einsetzt und der dieses Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Ihm drohen 12 Jahre Gefängnisstrafe.
Das Minsk-Forum findet in düsteren Zeiten statt, überschattet, wie Sie das, Frau Dr. Fandrich, auch betont haben, vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der die gesamte Agenda dominiert und den das offizielle belarussische Regime unterstützt. Tausende Belarussen, die ihr Heimatland verlassen mussten und in Kiew, in der Ukraine, ihr neues Zuhause gefunden haben, sind wieder auf der Flucht. Belarus und der Krieg. Wie stark ist Russlands Druck, ist der Titel dieses Minsk-Forums. Wie stark ist also Russlands Druck? Inwiefern können wir noch vom unabhängigen, souveränen Belarus sprechen? Wie können Deutschland und Europa in diesen schwierigen Zeiten Belarus helfen und unterstützen, wo die Teilnahme, die Präsenz vor Ort und der Austausch kaum noch möglich sind? Wie verändert sich die wirtschaftliche Lage in Belarus unter dem Einfluss der Sanktionen und der weitgehenden Isolierung des Landes? Wie ist die Stimmung in der belarussischen Gesellschaft heute zu fassen? Auch eine wichtige Frage. Wie verändert sich die Lage jetzt in Belarus? Es sind bereits 2 Jahre nach den Protesten. Tausende Belarussen haben das Land verlassen. Das Land ist ausgeblutet. Wie wirkt sich das aus? Wie ist die belarussische Identität heute zu beschreiben? Wie fühlen sich Menschen da heute in dem Land? Das Minsk-Forum war von Beginn an und bleibt eine wichtige Plattform für Austausch und Dialog, auch in heutigen Zeiten. Dieses Forum wäre ohne unsere Kooperationspartner nicht möglich gewesen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung für die sehr gute Zusammenarbeit im Vorfeld des Minsk-Forums. Frau Dr. Fandrich, vielen herzlichen Dank. Frau Gross, ich weiß nicht, ob ich Sie sehe in dem Raum. Frau Richter, vielen herzlichen Dank. Ein besonderes Dankeschön möchte ich Christopher Forst aussprechen, dem Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew und hoffentlich eines Tages vielleicht auch in Minsk, für die sehr gute Zusammenarbeit, für die tolle Expertise, für die stete Unterstützung des Minsk-Forums. Das war toll und wir sind sehr dankbar. Ein besonderes Dankeschön gilt auch unseren Förderern, dem Auswärtigen Amt. Ohne diese Unterstützung wäre das Minsk-Forum auch nicht möglich gewesen. Auch allen unseren Kooperationspartnern, die das Programm des Minsk-Forums wirklich aktiv mitgestaltet haben, in mehreren Telefonaten die Hauptveranstaltung mitgestaltet haben, aber auch die thematischen Veranstaltungen in Vilnius, Warschau und Brüssel. Auch dafür wirklich herzliches Dankeschön. Ja, es ist ein großes Dankeschön gilt dem Team der Deutsch-Belarussischen Gesellschaft und dem Vorstand Ruta Hetvilaice und meinen Mitstreitern im Vorstand, die das auch möglich gemacht haben. Es ist kein Anlass zu feiern heute, dieses Jubiläum. Dennoch ist es ein Anlass zur Solidarität. Es ist ein Anlass, dass wir Belarus nicht vergessen, trotz dem, was passiert. Hunderttausende Belarussen haben 2020 auf den Straßen für Freiheit und Demokratie demonstriert. Ohne ein freies Belarus wird die Ukraine nicht sicher sein. Ohne ein freies Belarus wird Europa nicht frei sein. Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Forum, konstruktive Gespräche und neue Kontakte, die hoffentlich über dieses Forum hinausgehen werden. Dankeschön.